von 74 Jahren gestorben. Der SPD-Vorsitzende Brandt würdigte Rosenberg als einen Mann, der im Kampf um die Festigung der Demokratie immer in vorderster Reihe zu finden gewesen sei. Die Schauspielerin Elisabeth Flickenschild ist tot. Im Alter von 72 Jahren erlag die große alte Dame des deutschen Theaters und Films gestern einem Herzleiden. Frau Flickenschild, die fast jede große Frauenrolle der Weltliteratur gespielt hat, stand bis zuletzt auf der Bühne. Die Kapitänstochter aus Hamburg-Blankenese wurde besonders bekannt in der Rolle der Marthe Schwertlein in der Faust-Inszenierung von Gustav Gründgens, die auch verfilmt wurde. Bei einem Grubenbrand auf der Zeche Schlegel und Eisen in Herten bei Gelsenkirchen sind wahrscheinlich 7 Bergleute umgekommen. Der Brand war aus noch ungeklärter Ursache gegen 7 Uhr morgens ausgebrochen und konnte bisher noch nicht gelöscht werden. Sofort nach Ausbruch des Feuers in 1000 Meter Tiefe verließ die 500 Mann starke Belegschaft die Grube. Ein Bergmann blieb jedoch im Schacht. Daraufhin fuhren 6 Männer der Grubenwehr ein. 4 kamen in heißen Brandgasen um, 2 Mitglieder der Wehr und der Bergmann werden vermisst. Die Wetteraussichten. Nachts bei Tiefstemperaturen zwischen 6 und 12 Grad wieder Nebel oder Hochnebel, der sich nur im Süden nachmittags hier und da auflöst. Sonst allgemein stark bewölkt und dabei einzelne, meist leichte Regenfälle. Höchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad. Die nächsten Meldungen um 18 Uhr in der Drehscheibe. Du kannst noch nicht alleine sein.